Franz, mit einem Sieg in Schalke wäre Ihr Team wieder Tabellenführer. Hat die Bundesliga jetzt erstmal Priorität? Mit Sicherheit. Jetzt ist nächste Woche ist Länderspiel und dann kommt erst die Champions League nächste Runde. Natürlich, wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Das heißt, um in die Champions League zu kommen, musst du entweder Meister oder Vizemeister sein. Und das wollen wir auch wieder werden. Wir wollen den Titel verteidigen. Und natürlich die Priorität. Spieler mögen da vielleicht anderer Ansicht sein. Und zwar vielleicht diejenigen, die noch nicht die Champions League gewonnen haben. Dass die sagen, ja, für uns ist die Champions League wichtiger als die Meisterschaft. Aber erst muss ich in die Champions League mal hineinkommen. Und da ist eben die Meisterschaft die Voraussetzung. Deswegen ist für mich das Maß aller Dinge nach wie vor die nationale Meisterschaft. Der FC Schalke 04 wird zumindest heute etwas dagegen haben, denn die müssen halt wieder rankommen an die Bayern und haben ein Wahnsinnsprogramm. Rudi Assauer, der Manager, ist in Gelsenkirchen, der kann uns das gleich bestätigen. Hallo Rudi, herzlich willkommen. Hallo Jörg. Ja, die nächsten zwei Spiele gegen die Bayern und gegen Hertha werden die nächsten 14 Tage zeigen, was der starke Anfang der Saison wert war. Ja gut, das letzte Wochenende war auch so ein Knackspiel in Kaiserslautern, das wir leider unglücklicherweise verloren haben. Heute das Spiel gegen Bayern München wird auch eine interessante Begegnung werden. Und dann kommt Hertha BSC Berlin. Aus den drei Spielen hatte ich mir mal so hochgerechnet, dass wir mindestens 4 Punkte holen. Das erste Spiel ist leider verloren worden. Die Umstände kennt jeder mittlerweile. Jetzt gilt es, gegen Bayern und in Hertha 4 Punkte zu machen. Da schauen wir doch gleich mal auf Ihre taktische Aufstellung, denn Sie haben einen schmerzlichen Verlust zu kompensieren. Die linke Seite ist ein bisschen abgebrannt, weil Jörg Böhme wegen der 5. gelben Karte gesperrt ist. Wie will Kuip Stevens das Problem lösen links? Ja gut, ich mische mich nicht in taktische Dinge ein. Es ist eine Geschichte, die der Trainer zu entscheiden hat, aber wir haben nicht nur Jörg Böhme zu verschmerzen, sondern tut uns auch unheimlich weh, dass Nils Odocampos nicht spielen kann, der bisher eine sehr gute Saison gespielt hat. Also so, insofern sind wir ein bisschen geschwächt, aber ich denke, dass die Mannschaft stark genug sein wird, gegen Bayern München einigermaßen ein gutes Spiel zu liefern. Links haben wir eben gerade gesehen, ist Büskens im Team und dagegen schauen wir jetzt mal die Formation des FC Bayern München. Franz Beckenbauer ist bei uns im Studio, der kann das auch gleich mal ein bisschen verbal begleiten. Franz, denn da hat Ottmar Hitzfeld ja alles aufgeboten, was Rang und Namen hat, also inklusive Effenberg und auch inklusive Sergio, der noch ein bisschen gefährdet war. Heißt das, die Rotation hat ein Ende? Nein, ich denke, gut, ich habe es vorhin schon angedeutet, nächste Woche hat die Mannschaft Pause, die Nationalspieler sind unterwegs, aber die Woche drauf geht es wieder in der Champions League und dann wird wieder durchgewechselt. Er muss es machen, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, denn das Programm ist so umfangreich und so voll, dass er ganz einfach immer eine andere Mannschaft präsentieren muss. Rudi, ein übermächtiger Gegner, wenn man die Namen da liest. Nein, was heißt übermächtig? Bayern ist seit 20 Jahren in Deutschland führend. Auch in Europa eine sehr gute Position. Aber ich denke, es gibt Tage, wo die Tagesform klasse schlägt. Ich hoffe, so ein Tag ist heute. Ich muss mit Ihnen noch schnell zwei Dinge abhandeln, die zuletzt durch die Schlagzeilen gingen. Zum einen haben auch Sie erfahren, dass Ristoff nicht gesperrt wird. Das Verfahren wegen der Schwalbe gegen ihn ist eingestellt. Wie ist Ihre Reaktion darauf? Ja, ist im Grunde genommen eine lächerliche Entscheidung. Jeder, auch im Stadion, hat es gesehen. Und wenn man jetzt sagt, er hat ihn leicht mit der Hand touchiert. Ja, dann frage ich mich allen Ernstes, Andi Möller ist damals vor Jahren sehr hart dafür bestraft worden. Und ich denke, auch hier hat das Sportgericht nicht die richtige Entscheidung getroffen. Zweite Angelegenheit ist eine Personalie. Sie könnten eventuell, haben Sie verlauten lassen, 2002 Schalke-Präsident werden. Was ist da dran? Das ist so lange hin bis 2002. Ich muss erstmal meine persönliche Planung fertig haben, um dann zu sagen, was im Nach passiert. Fest steht, dass ich nach 2002 weiter im Verein arbeiten werde. In welcher Position und was ich tue, steht heute noch nicht fest. Würde Ihnen aber eher einen Job im Vorstand schmecken, als weiterhin die Basisarbeit, die tägliche Arbeit als Manager zu machen? Ja gut, das ist schon vorbesprochen. Andi Müller wird mehr und mehr in meine Geschichte eingreifen. Das ist auch nicht das Ding, sondern wir haben mit der neuen Arena so viele Aufgaben zu bewältigen, dass es da auch Zeit wird, sie personell so zu besetzen, dass wir auch da weiterkommen. Also es gibt ein großes Aufgabengebiet und die tägliche Arbeit als Fußballmanager will ich schon abgeben, ja. Rudi, alles Gute für die Zukunft und auch fürs okay. Spiel heute. Danke, tschüss. Danke, tschüss, Jörn. Hier meldet sich das Gelsenkirchener Parkstadion. 62.100 gehen rein.
62.100 sind da. Das hat schon Tradition. Die Bayern sind gekommen. Die haben sich erstmal in der Liga gegen Cottbus und Rostock bis aufs Hemd blamiert. Und dann im Pokal gegen den Viertligisten Magdeburg bis auf die Knochen. Aber es wären nicht die Bayern, wenn sie nicht zurückschlagen könnten. Und was war das für ein Spiel letzten Samstagabend gegen Borussia Dortmund? 6:2, eindrucksvoll wieder. Die Bayern greifen an die Spitze. Hertha hat gestern vorgelegt mit der Niederlage in Dortmund. Also die Bayern wollen heute hier was reißen. Die Schalker auf der anderen Seite, die letzten drei Spiele ohne Sieg. Und es droht so ein bisschen der Sturz ins Mittelmaß, wenn das nicht gebremst wird. Also so ein bisschen am Scheideweg, die Blau-Weißen. Und ausgerechnet heute müssen sie die erfolgreiche, zu Beginn der Saison so erfolgreiche Formation ändern. Denn Böhme, gelb gesperrt, fällt aus. Und auch der Holländer Ude Kamphuis, Achillessehnenentzündung. Gucken wir mal auf die Aufstellung, da sehen wir, was Huub Stevens stattdessen auflaufen lässt. Also, da sehen Sie Van Hoogdalem neu drin, gleich in der taktischen, Reck im Tor, Heitor Waldorf, Van Kerkhoven, dann Van Hoogdalem im Mittelfeld, Niemetz und links Büskens für Böhme, rechts Latal und da vorne das Dreigestirn, Möller, Sand im Penzer, allerdings Emil im Penzer hat vier Spiele inzwischen in Folge nicht mehr getroffen. Heute wird es passen. Bei den Bayern Lizarazu nicht einsatzfähig wegen seiner Rücken- und Muskelprobleme. Dafür aber Sergio sehen Sie ganz unten, trotz fiebriger Erkältung da. Und vorne sehen Sie, der jetzt ein bisschen verdeckt auf den Platz kommt als Mannschaftskapitän, Stefan Effenberg. Also jetzt auch in der Bundesliga von Anfang an sein Comeback. Dafür Thorsten Fink draußen. Ansonsten bis auf diese Position die überragend aufgetretene Bayern-Mannschaft vom vergangenen Samstag. Schiedsrichter Bernd Heinemann. Es ist kühl, deswegen braucht es immer noch kein Feuerchen. Ein Herbsttag, aber es ist trocken. Ein bisschen sogar scheint die Sonne aufs Haupt von Ottmar Hitzfeld. Heute im Übrigen das letzte Bayern-Auftreten hier im Parkstadion. Das nächste Spiel gegen die Münchner wird nebenan stattfinden. In der Arena auf Schalke, die jetzt schon fast fertig ist und, glauben Sie es mir, eindrucksvoll aussieht. Heinemann macht sein 138. Bundesligaspiel. Auch für ihn die letzte Saison, hat die Altersgrenze erreicht. Die Schalker klar in Königsblau von links nach rechts. Und wenn sich der Rauch gelegt hat, dann sehen wir, wie die Pärchen aussehen, wenn es überhaupt welche gibt. Sagnol. Der Franzose hat eine Einladung bekommen zur französischen Nationalmannschaft. Zum ersten Mal ist Anerkennung für seine eigentlich von Woche zu Woche besser werdenden Leistungen. Beim FC Bayern ist etabliert, auch unter den Kollegen. Den haben sie sich lange genug angeguckt und sie haben einen Treffer gelandet, die Münchner. Sforza leidet seit Wochen an einer Schleimbeutelentzündung. Mpenza. Büskens. Sand!
durch und durch ein schöner Spielzug. Ich frage mich, ob die Schalker heute ein bisschen mutiger auftreten als vor 14 Tagen hier. Da waren sie so nah dran. Sprung ganz nach oben gegen Leverkusen. Und dann wurde es mehr Fußballschach. Ein 0:0, mit dem eigentlich beide, naja, die Leverkusener ganz sicher eher zufrieden sein konnten als die Schalker. Hasan Salihamidžić hat letzten Samstag gegen Dortmund wohl sein bestes Spiel gemacht im Trikot der Bayern. Überragend. Sanyol. Effenberg. Büskens. Sand bei ihm, Sforza. Und abseits. Effenberg. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Effenberg und Müller werden im Mittelfeld des Öfteren aufeinandertreffen. Sagnol. Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf wohl ein Hinweis auf das Engagement der beiden. Niemitz. Büskens viel über die linke Seite bei Schalke zu Beginn. Mölder, Asamoah, mögliche Alternativen von Huub Stevens im Offensivbereich. Tahn hat eben am Ball auf der linken Seite. Vicente Lizarazu kommt erst am Wochenende aus Frankreich zurück, wird immer noch dort behandelt wegen seiner Rücken- und Wirbelprobleme. Eine langwierige Geschichte. Heito. Man holt Dahlem. Sand. Heito. Effenberg. Manchmal geht es nicht anders. Und da ist besser so als irgendein unkontrollierter Befreiungsschlag, der schnell wieder zurückkommt. Heito aber hat einen langen Einwurf. Drei Tore hat Schalke schon erzielt nach Einwurfflanken des Polen. Die Bayernbank haben Sie eben gesehen, mit ihm unter anderem Carsten Janker, verdeckt Thorsten Fink. Hat natürlich wehgetan, dass er weichen musste für Stefan Effenberg. Frage wird sein, wie lange hält der lange Blonde durch auf diesem Niveau. Die Schalke im Übrigen mit einem Durchschnittsalter über 30, die älteste Mannschaft der Liga zurzeit. Aber fragen Sie mal einen Trainer, nicht nur Huub Stevens, jeder wird Ihnen sagen, junge, alte gibt es nicht, gibt nur gute und schlechte. Er ist ein guter, den Sie eben gesehen haben im Penza. Nur er trifft zurzeit nicht. Vielleicht hilft er die Nasenklammer. War ja mal Mode in den letzten 2-3 Jahren.
Aber dann haben sie gemerkt, dass sie auch atmen können ohne so ein Plastikchen. Gut, wenn ein Torjäger nicht trifft, dann greift er nach jedem Strohhalm bzw. Plästerchen. Andersson. Oliver Reck. Salihamidžić. Scholl. Emil Scholl. Oliver Reck. Wichtig für ihn, dass er von Anfang an sicher ist, sicher wird, sicher wirkt. Hat ein paar Schnitzer gehabt. In Kaiserslautern. Rotation ist nicht mehr das Zauberwort. Bei Ottmar Hitzfeld rotieren, um des Rotierens willen, bringt nichts. Flexibilität ist wichtig. Und wenn man nach Trondheim fährt, abseits, knapp, aber ja, Salihamidžić, wenn man nach Trondheim fährt, in einem letzten Champions-League-Vorrunden-Gruppenspiel um die eisgekühlte goldene Ananas, da kann man dann sagen, Oliver Kahn muss gar nicht mit, Sergio kann seine Erkältung auskurieren, etc. Sergio. Elber. Schnitzer von Sforza wollte da abseits spielen, die andere ging nicht drauf ein. Sand. Das ist halt das Schöne, aber auch das Vertrackte am Kettenspielen hinten. Dreier- oder Viererkette, da müssen alle mitgehen. Wenn man auf Abseits spielen will, dann muss alles automatisch klappen. Sonst macht man den Gegner besser, als er im Moment vielleicht ist. Der Trainer steht über allem, sagt Andreas Möller. Er hat uns was vorgelebt zu Beginn der Saison. Die Gegner haben wieder Respekt vor uns. Berg, Sagnol. Noch auf sein erstes Saisontor für Schalke. Scholl. Also Nemetz. Gute Entfernung für einen, der hart und weit schießen kann, und der heißt Tarnat. Tarnat. Gelupft. Keine schlechte Variante. Ball durch. Heito. Penzer, Ebbe Sand. In der Mitte geht Möller. Nein, das war alles sauber im Kampf um den Ball. Weg.
ist ähnlich clever wie Effenberg eben. Scholl. Ja, jetzt gibt's Gelb. Nemetz, vorhin war schon knapp dran, denn er ging zweimal eben nur auf den Mann. Taktisches Foul, nicht brutal. Und dennoch seine dritte Gelbe. Und Mehmet Scholl, wie gewohnt in den letzten Wochen, wie aufgedreht. Und das ist nun wieder die Distanz eher für ihn. Und die Position auf dem Feld. Tarnath wahrscheinlich nur zur Täuschung. Gleich rechts kommt er ins Bild. Da steht er. Scholl. Begonnen hat, macht es keinen Sinn, an der Miene von Ottmar Hitzfeld irgendwas ablesen zu wollen. Der steht unter Vollstrom. Heito. Bayern zieht sich schnell zurück. Van Hoogdalem. Kahn. Erste Ecke für die Schalker. Forza macht die Lücke da nicht zu. Da ist Latal. Und da lassen sie von Hoogdalem laufen. Auch Sergio hat da nicht aufgepasst. Die Ecke kommt. Schalker beginnen sehr, sehr stark. Ich habe es gesagt, die Schleimbeutelentzündung. Möller und Salihamidžić. Ball war frei, da war nichts Böses dran. Aber Salihamidžić hat das auch mal beim Eishockey gesehen. Da ist ja der alte Torhüter auch sakrosankt. Ich habe es gesagt, Sforza ist körperlich nicht bei 100%. Andersson ist auch nicht der Schnellste. Das ist schon eine Luxus-Innenverteidigung, die die Bayern da haben. Spielerisch sicher mit vom Besten. Nur da hinten heißt es auch, und wahrscheinlich nicht zuletzt, abwehren, verteidigen. Auch 1 gegen 1, auch mal im Sport. Möller, Büskens. Ja. Also Christian Schössling sagt abseits, ich bin mir nicht sicher. Ebbe Sand ganz sicher, aber auch im Penzer. Nee, der war nicht im Abseits. An den Linien können Sie es erkennen. Die Bayern reiten ein bisschen auf der Rasierklinge mit dieser Abseitsfalle. Auch sein Vertrag läuft aus Ende der Saison. Und bei 13 Spielern. Latal, Nemetz, Thon, Reck, Mölder. Aber Stevens ist so sicher im Sattel hier in Schalke, wie es viele nicht geglaubt haben vor dieser Saison. Effenberg. Sforza. Ebbe Sand hat den Ball genau in die Magengrube bekommen. Das ist für den Moment schmerzhaft, die Luft bleibt weg. Aber Sforza sucht noch nach einer klaren Aktion. Und wir haben jetzt etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt. Das ist ein sehr engagierter Auftakt von beiden. Mit Vorteilen, eindeutigen Vorteilen für Schalke. Letzter Satz vielleicht zur Daumenaffäre. Uli Hoeneß Zitat, entweder ich gewinne in dieser ganzen Geschichte oder ich gewinne nicht. Wenn nicht, ist doch klar, dass ich aufhöre. Er wird weitermachen. Effenberg. Andersson, Sagnol.
Salihamidžić. Andersson. Effenberg. Effenberg hat ja selbst gesagt, spielen muss ich. Das ist was anderes als allein durch den Wald joggen oder ein bisschen im Training rumturnen. Das ist was anderes. Und das zeigen sie ihm gleich. Ganz hübsch, aber nicht ungefährlich. Scholl. Scholl. Vielleicht kriegt er einen Foul, sonst wird es eng. Ja, das müsste gelb geben für Tanak. Ja, das war böse gegen Latta. Zweite gelbe Karte in der Saison für Michael Tanak. Und das war von hinten. Und das war böse, ich sag's nochmal. Sergio. Effenberg. Natürlich ist er der klassische Spielmacher und das Spiel der Bayern war eindeutig auf ihn zugeschnitten und wird es auch wieder sein. Aber jetzt hat er so lange gefehlt, man muss sich umstellen wieder. Sforza. Sergio. Foul von Nemetz, der für meine Begriffe Sergio am Standbein getroffen hat. Nicht böse, aber ein Foul allemal. Der Tscheche ein bisschen arg aufgedreht. Achtung. Ja, in der Einstellung habe ich es nicht gesehen. Ob er ihn unten wirklich erwischt hat. Wenn nicht, wäre es eine Schwalbe gewesen. Aber Heinemann war nah dran. Scholl probiert es nochmal. Etwas besser. Gefährliches Spiel von Elber. Sergio. Latal ist außer sich. Und es gibt Gelb für Paulo Sergio. Nochmal in Ruhe. Also, der Eckball in die Mauer. Elber, da ist das gefährliche Spiel, abgepfiffen und jetzt links. Ja, Sergio reagierte auf dieses gestreckte Bein von Latal. Und im Moment ist hier richtig Gift drin. Von Hochdahlem ist das. Und das kam so. Na, schon vorbei. Also von Hochdahlem spielt wieder. Heinemann ist gut beraten, jetzt aufzupassen. Aber er ist lang genug dabei, er weiß, was los ist. Effenberg. Ihm noch nicht viel gelingt. Möller.
mit diesen Nicklichkeiten haben sich beide im Moment das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Sergio. Gegen Heito. Kahn. Sagnol. Sagnol. Bayern offensichtlich auch beeindruckt vom Anfang dieses Spiels von Schalker Seite. Dauert alles ein bisschen. Nicht der Schwung von letztem Samstag. Latal. Oh, sehr spät die Fahne hoch von Christian Schössling. Gegen Latal. Sand wieder für mich im passiven Abseits. Achtung, da kommt die Szene. Oh, oh, oh. Eher nein. Kein Heim-Schiedsrichterassistent jedenfalls, Christian Schössling. Und was Schiedsrichtergespanne angeht, sind die Schalker ja im Moment ganz schlecht zu sprechen. Busquets. Jeremis. Tarnat. Jeremis Effenberg. Sergio jetzt auf rechts. Waldoch. Nimitz. Tarnat, Scholl. Hatte er mehr Platz, als er vielleicht selber geglaubt hat. Und Penza gegen Anderson. Und jetzt gegen Tarnat, den Penza. Van Hoogdal. Busquets. Irgendwie sieht das bei den Schalkern sauberer aus im Spielaufbau. Seine Wunschzentrale sozusagen mit Jeremis, Sforza und Effenberg. Automatismen und die kann es nicht geben. Jeremis war lange verletzt, Effenberg noch länger. Effenberg. Sergio, Effenberg. Gefährliches Spiel. Und Giovanna Elber.
Andersson spielt bisher stark, wenn er auf den Penzer trifft. Noch keinen Fehler im Kopfball-Duell. Hitzfeld hat sich massiv beschwert über den Pfiff von Heinemann eben nach dieser Szene. Der Schiedsrichterassistent war nah dran und jetzt holt er Heinemann zu sich rüber. Und jetzt gibt es das Gespräch. Und das war deutlich noch einmal. Und dann muss ich Ottmar Hitzfeld Ganze von oben ansehen. Ja, weil er hier den Ellbogen mit den Arm hochnimmt und runterdrückt, Elber. Deswegen hat Heinemann gepfiffen und deswegen war es ja auch richtig. Empenzer. Sand. Van Hoogdalen. Die Schalker sind am Drücker. Die Bayern kommen überhaupt nicht dazu, jetzt ein eigenes Spiel zu machen. Moment, nur Schadensbegrenzung da hinten, Jeremis. Und noch ist der Schaden nicht begrenzt. Und es gibt Freistoß. Und es gibt Geld für Jeremis. Auch bei ihm die dritte in dieser Saison. Aber schon die vierte gelbe in diesem Spiel. Und auch die ist zu vertreten. Andersson und Sforza sind aus verschiedenen Gründen im Moment jedenfalls nicht die schnellsten. Empenzer und Sand sind ganz schnell. Das passt irgendwie nicht. Möller. Aito. Nur ein Tor wird ihm fehlen, aber ansonsten kann und muss er zufrieden sein mit dem Spiel seiner Mannschaft. Das ist eine andere Schalker Mannschaft hier als gegen Leverkusen. Leverkusen kam her und wollte abwarten spielen, genauso wie die Bayern heute. Nur vor zwei Wochen spielten die Schalker da mit. Heute offenbar nicht. Die Räume, die ihnen die Bayern lassen, die nutzen sie jetzt. Salihamidžić. Van Kerkhoven nimmt ihn ganz eng. Halbe Stunde gespielt, 0:0. Sergio. Sergio will einen Elfmeter, beide ziehen, beide fallen. Das war keiner. Und Michael Büskens, weil, ja, da hat er sich in diesen Ball geworfen und ich glaube, es war Salihamidžić, der ihn mit dem Fuß getroffen hat. Büskens ja ein Heimkehrer. Sanyol. Sanyol. Büskens, lange Jahre in Schalke, ein Publikumsliebling.
Dann wurde er mehr oder weniger aussortiert, wollte die Chance nutzen beim MSV Duisburg. Und als die abstiegen, so stand sie sein Vertrag, durfte er wieder zurück. Elfenberg, Ball ruhte noch nicht. Ball doch, Elber. Oliver Reck hatte da nichts verloren. Waldoch war beim Mann. Die erste Torchance für Giovane Elber in der 33. Minute. Effenberg. Salihamidžić. Sergio. Wenig Spielfluss jetzt durch viele kleine Fouls. Tanat. Giovane Elber. Ein mit Verlaub abenteuerliches Tor. Ewigkeiten war dieser Bogenfreistoß in der Luft, schauen Sie, und keiner geht richtig hin, Reck nicht und Waldoch guckt auch nur zu und Elber staubt ab. Ball parallel zum 5-Meter-Raum, gibt es auch nicht alle Tage, ein haarsträubendes Tor. Heito verpasste diesen Kopfball und offenbar hatten alle mit Heitos Kopfballstärke gerechnet. Also die Bayern aus dem Nichts und wenn sie so wollen, auch mit einem Nichts in Führung. Giovane Elber. Sein 6. Saisontor. 32 Minuten hat es gedauert, bis er sich eine halbwegs Torchance erspielte, erkämpfte und 2 weitere Minuten, um ein Tor zu erzielen. Ist nicht viel, aber für einen Torjäger und Mittelstürmer genau das, was verlangt wird. Latta. Sergio. Individuelle Fehler. Wenn es die nicht gäbe, würden auch keine Tore fallen. Aber so habe ich mit diesem Freistoß. Das muss wehtun. Abseits. Der Mann übrigens heißt Juan Carlos Ortola Knop. Auch eine Menge für den Schiedsrichterassistenten. Abseits an Kerkhofen. Dass die Bayern kontern wollen und mit den Spielern, die sie zur Verfügung haben, auch hervorragend kontern können, ist nicht neu. Und wenn sie mal 1-0 führen aufs Gegnersplatz, wird diesem Spiel nicht schaden, dieses Tor, da bin ich sicher. Auch wenn es ein bisschen dauern wird, bis sich die Schalker berappelt haben. Das spürt man richtig hier. Im Publikum sowieso, aber auch bei der Mannschaft. Eiermann. Sehr guter Spieler, der jetzt wird. Unter anderem beim VfB Stuttgart. Ein B-Länderspiel. Latal.
Salihamidžić, Sanyol, Jeremis. Salihamidžić. Fiel etwas sehr schnell eben. Und Heinemann nicht drauf rein. Latal. Schalke haben ein bisschen aufgehört zu kombinieren vorne bei ihren Angriffsbemühungen. Immer nur lange Bälle nach vorne auf Upenza. Wird nicht reichen. Salihamidžić. Büskens nur auf den Ball und auf den Ball getroffen. Andersson nimmt ihn in Manndeckung. Van Kerkhoven. Eckball. Ja, jetzt muss Heinemann ein wenig schlichten. Das geht schon ein bisschen drüber hinaus, über das normale Gerangele vor und während Ecken. Von Hasan Salihamidžić ist auf Hochtouren. Müller. Noch einmal. Die nächste Gelbe für Stefan Effenberg. Und auch die geht in Ordnung. Vier Bayern-Spieler schon gelb vorbelastet und wir haben noch eine Zeit lang zu spielen hier. Effenberg. Elber an die Latte, war das stark gemacht. Und Van Hoogdalem und Waldoch waren ganz nah dran und konnten sich das genau angucken. Schauen Sie, perfekt. Und so knapp war das, Ball berührte die Latte noch. Elber hat sich offenbar vorgenommen, sein Talent nicht zu verschleudern heute hier. Nur ein paar wichtige, ein paar richtige Szenen. 6 Tore in 8 Spielen. Daran wird er gemessen. Sand, keiner für ihn zuständig. Sforza lässt ihm zu viel Platz. Kahn. Es passt nicht in der Abstimmung da hinten bei den Bayern. Schauen Sie, wie viel Grün um Sand ist. Auch Mittelfeldspieler fühlten sich im Moment nicht aufgerufen, da zu helfen. Also die Bayern können mit diesem 1:0 mehr als zufrieden sein.
Jeremis. Möller. Sand. Der sich viel bewegt. Sand. Latal. Büskens. Tarnat. War er doch dankbar, dass Latal da im Wege stand. Sind untergetaucht. Sergio. Scholl. Jeremis. Salihamidžić. Van Kerkhoven. Eindeutig bemüht, Salihamidžić nicht noch einmal so eine Glanzleistung zu erlauben. Wie Eva Nilsson am vergangenen Samstag. Elber. Waldoch hat eine Menge zu tun mit Elber. Erste Ecke für die Bayern. Auch das nicht zufällig. Schalke hatte vielmehr den Ball. Schalke hatte die besseren Chancen. Schalke hat gut gespielt, eine halbe Stunde lang. Und dann war es kein richtiges Fußballspiel mehr. Viele Fouls. Kein Spielfluss. Viele gelbe Karten. Die Bayern begannen sehr ruhig. Fast pomadig zuweilen. Dann machten sie ihr Tor. Mund abgeputzt und weiter. Taktisch läuft es ihnen genau in die Karten. Und Schalke hat dreimal in Folge nicht gewonnen und jetzt 0:1 hinten. Natürlich ist das zu spüren. Sand, Mpensa. Auch das symptomatisch. Am Ende fehlt es in der Präzision bei Schalke. Aber die Bayern-Abwehr, da wird es sicher was zu überlegen geben. Thomas Linke ist nicht fit, hat eine fiebrige Erkältung. Der Ex-Schalke hätte natürlich gerne gespielt. Er sitzt draußen auf der Bank, vielleicht reicht es ja für 45 Minuten. Denn ich kann mir vorstellen, dass Ottmar Hitzfeld auch sieht, was da zu tun ist. Tarnat hat schon Geld. Und hat jetzt eine Menge Glück. Und Hitzfeld, ich guck mal aus dem Augenwinkel runter, hat eben seine Reservespieler ganz intensiv angeguckt. Also mehrere Gründe. Erstens passt da hinten nicht hundertprozentig. Und zweitens mit Tarnat und Jeremis und Effenberg und Sergio schon vier gelb vorbelastet. Heito mit seinem langen Einwurf. Mpensa. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Die Bayern führen durch das Tor von Giovane Elber in der 34. Minute mit 1:0. Verdient oder nicht, spielt kaum eine Rolle. Es ist nicht wirklich ein gutes Spiel. Nach ganz vielversprechendem Anfang, aber es ist ungemein intensiv und es ist spannend.
Nemetz und Sergio haben sich eine Menge zu sagen. Und ich hoffe auch unten Max Jung. Thomas Schwaldoch, der FC Schalke 04 macht das Spiel, hat die besseren Chancen, aber die Bayern führen 1-0. Was hat da nicht gestimmt in der Abwehr? Naja, wieder Standardsituation. Also ich bin hier schuld. Also ich habe geschlafen einmal. Ich war verantwortlich für Giovanni Elber. Und ja, schade natürlich. Wir machen viel Druck. Wir versuchen auch natürlich in der zweiten Halbzeit noch mehr Druck zu machen. Und, mindestens ein Tor zu erzielen. Was kann man vielleicht noch ändern, damit es noch klappt, das Spiel umzudrehen? Ja, ich hoffe, dass jetzt mit Wind klappt das noch besser als in der ersten Hälfte. Dankeschön, viel Glück. Ihrem Team, trotz Führung, sind Sie nicht so ganz zufrieden. Sie haben bedenkliche Stirn in Falten gelegt. Es waren einige gefährliche Gegenstöße da und die Abwehr, ich weiß nicht, also ich habe kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ich hoffe, ich täusche mich. Aber es ist, man muss natürlich auch sagen, dass die drei Offensivkräfte der Schalker, der Penser, Sand und auch der Andi Möller, der natürlich auch sehr viel nach hinten arbeitet, die sind schon gefährlich. Also ich muss da auch ein bisschen relativieren. Aber ein gutes Gefühl habe ich nicht. Dafür war Ihr Tor aber sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Vor allen Dingen von der Machart. Tarnat Freistoß nach 34 Spielminuten. Und das war ein ganz, ganz gefährliches Ding. Hat so ein bisschen an die Bananenflanken von Manikals erinnert, nur mit dem anderen Fuß geschlagen und darum auch anders gedreht. Franz, schauen wir mal drauf. Kann da ein Torwart rankommen? Nachdem, oder legt er sich den Ball, glaube ich, schon zum dritten Mal zurecht jetzt. Mal schauen, ob er ihn auch mal irgendwann tritt. Also auf geht's. Kann der Rektor rankommen? Ja, es ist schwierig. Es sind zu viele Spieler im Strafraum postiert. Und wenn der Torwart da auch noch in diesen Pulk hineinspringt, es ist, ja gut, er kann es versuchen, aber ob er dann rankommt, ich halte das auch für sehr zweifelhaft. Also, er hat es nicht getan, Tor, wenn er rausgegangen wäre und den Ball nicht erwischt hätte, hätte man ihm das vielleicht angekreidet. Also in dem Fall, wie man es macht, denke ich, kann er es verkehrt machen. Zumindest klasse gelöst von Giovanni Elbert. So, hier sind wir wieder im Gelsenkirchener Parkstadion. Stefan Effenberg wird mehr spielen als nur eine Halbzeit. Nur über solche Pflichtspiele kann er seinen Platz wiederfinden in der Mannschaft. Das Ding brennt doch. Hüb Stevens ist bei Max Jung. Hüb Stevens, Ihre Mannschaft liegt unglücklich 0-1 zurück. Wie wollen Sie die zweite Hälfte denn jetzt angehen? Weil offensiver können Sie ja noch kaum spielen. Sie spielen ja schon 1-1 hin. Ja gut, aber man muss die Chance, die man hat, die muss man nutzen. Und wir sind natürlich unglücklich in Rückstand geraten, aber ja, wir haben noch 45 Minuten, um da etwas an zu tun und das versuchen wir auch. Gibt es Veränderungen? Noch nicht, aber es kann sein, dass Asamoah kommt. Dankeschön. Bitte. Und Gerald Asamoah ist ja auch Stürmer. Sebastian Ehmann mit Trainer Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld, Ihre Mannschaft führt 1-0, aber Schalke hat die ersten 30 Minuten ganz gut mitgespielt. Fordern Sie etwas mehr Kreativität von Ihrer Mannschaft? Ja, wir spielen nicht schlecht, wir spielen hier ja auswärts und es ist nicht einfach in der Hektik, in der sich auch der Schiedsrichter anstecken lässt, aber wir müssen die Nerven bewahren und wir haben jetzt einen riesen Vorteil, dass wir 1-0 führen und wir bekommen Konterchancen, weil Schalke teilweise auch Mann gegen Mann spielt im Abwehrbereich, das ist ein Vorteil und da muss man lauern und den ausnutzen. Vielen Dank. Jedenfalls beide Mannschaften unverändert in diese zweite Halbzeit. Schalke jetzt von rechts nach links. Tarnat. Sergio.